Ich heiße Reinhard Kautenburger, bin 61 Jahre und wohne in Trierweiler. Ich sammle zunächst alte Radios, habe auch schon mehrere Ausstellungen in dieser Angelegenheit, also Radios gemacht, und möchte diesmal aber speziell Experimentierkasten präsentieren. Ich sammle seit etwa 40 Jahren alte Technik, Elektrotechnik, speziell Radios und dann Untergebiet Experimentierkästen und Experimentiergerätschaften. Ja, es macht besonders Spaß, diese alte Technik zu sammeln. Man sieht noch, wie es funktioniert. Man erkennt die einzelnen Komponenten, was heute alles nicht mehr der Fall ist. Heute hat man in der Regel eine Blackbox und was dahinter steckt, kann man nicht erkennen. Was auch Spaß macht bei den alten Geräten, ich restauriere die Radios und auch die Experimentiergerätschaften und das macht mir besonders Spaß. Vom Beruf aus war ich auch bei der Telekom in der Funktechnik aktiv, sodass das alles irgendwo zusammenpasst. Ein besonderes Highlight der Sammlung ist ein Funkentelegrafie-Sender-Empfänger der Firma Bing. Solche Sachen wurden als Funktionsmodelle im Spielzeugbereich schon um 1900 herausgebracht. Der Sendeempfänger, den ich hier präsentiere, ist von etwa 1910 und ist auch noch funktionsfähig. Man kann mit einem solchen Gerät Morsezeichen senden und auch empfangen. Andere Sachen sind Baukästen, zum Beispiel ein Radiomann, der erste Radiomann, der rauskam 1934, dann ein Baukasten auch von der Firma Cosmos, ein Elektromann.